Wie wäre es eigentlich, wenn alle plötzlich vom Staat Geld bekommen würden? Egal, ob man bereits erwerbstätig ist oder nicht. Viele Staaten haben bereits Sozialsysteme, die die Bürger im Notfall auffangen sollen. Manchen gelingt das gut, manchen weniger. Menschen werden oft schon für den Versuch, Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen, stigmatisiert. Und die Leistungen zu bekommen, hat viele Hürden, die auch verwirrend sein können. Endlose Formulare, wenig Geld und strenge Vorschriften von Behörden, die versuchen, alle zurück in die Arbeit zu schubsen. Die Verwaltung von solchen komplizierten Systemen ist natürlich extrem kostspielig. Aber gerade jetzt, wo der Arbeitsmarkt unsicher ist, ist es umso wichtiger, sozial Schwache aufzufangen. Eine jahrhundertealte Lösung gewinnt momentan auf der ganzen Welt wieder an Aufmerksamkeit. Das bedingungslose Grundeinkommen schmeißt alle staatlichen Sozialleistungen in einen Topf und verteilt es gerecht an alle. Zusätzlich zu dem, was man bei der Arbeit verdient. Kein Vermögen, aber genug, um ein würdiges Leben zu führen. Ohne den bürokratischen Aufwand von Sozialhilfesystemen und ohne Existenzängste. Und wenn jeder das Gleiche bekommt, wird niemand stigmatisiert. Kritiker haben Bedenken, dass die Gesellschaft zu komplex ist für solche einfachen Entwürfe. Was ist mit den Bedürftigen, Behinderten oder mit denen, die mehr Miete bezahlen müssen? Würden die Menschen überhaupt noch arbeiten, wenn ein kostenloses Mittagessen garantiert ist? Befürworter verweisen auf Studien, die zeigen, dass das Grundeinkommen erfolgreich funktioniert. Denn Versuche haben gezeigt, dass die Menschen weiterhin arbeiten, aber erfüllendere Berufe und Hobbys ausüben. Und wenn jeder etwas Geld zum Ausgeben übrig hat, wächst auch die Wirtschaft. Ist die Zeit für diese Idee gekommen? Sei Teil der Debatte auf unseren deutschlandweiten Events zum Kinostart am 1. Februar und gewinne ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Live-Verlosung. Mehr Informationen unter freelunchsociety.net.